Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Sky Factory 4. Ihr seht, ich habe das jetzt schnell platziert, weil das ja irgendwie nicht wollte. Jetzt tun wir das da drüben schnell aufstellen. Und danach die Decke bauen wir per Hand, würde ich sagen, weil das hat ja super funktioniert und alles. Also das so spackt, habe ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ja, man kann es auch nicht immer erraten. So, und dann zubauen. Gott, das wird ein fettes Ding. Ausschalten, ich habe noch 51 Blöcke. Holy shit, okay. Dadurch, dass wir den ja schon unten gebaut haben, ist es relativ schön zu machen. Hier kommt der Controller rein. Ich würde dann hier drüben die Tür reinmachen. Hallöchen. Ah, mein Automat hat wieder was platziert. Okay. Und in die Mitte von dem Block kommt der Ausgang. Bedeutet, wir brauchen schnell den Plug. Wir brauchen den Controller und die Tür. Ich glaube, dass die andersrum rein muss. Brauche ich dafür jetzt echt einen Button? Button? Im Ernst? Ich brauche zwei Button dafür? Oh Gott. Achso, warte mal, ich habe nicht die Button ausgewählt. Hä? Ey, lass mich raus. Mensch. Gut. Dann zieh schnell hoch. Ist gut. Ich finde es lustig, dass das Ding dauernd explodiert, sobald ich den Builder verwende. Ich muss den wahrscheinlich in Zukunft einfach offline verwenden. Aber jetzt habt ihr ja eh gesehen, was ich damit mache. Und ich will, wie gesagt, ja die große Wiese bauen, wo die Tiere dann frei sind und ein wildes Leben führen können. Also wisst ihr quasi, was in Zukunft passieren wird. Die Tiere werden da drin leben und so. So, ich platziere noch ein paar Flaggen hier so. Paar Fackeln hier oben. Jetzt schauen wir mal, ob das registriert hat. Casting incomplete. Casting incomplete, weil hier was dran ist, die Tür war. Casing incomplete. Ah, die Ecken. Scheiße. Ja, stimmt, die Ecken müssen hier raus. Da war was. Wir werden hier außen noch mit schnell Gebilde machen. Und hier sozusagen so einen kleinen Gang rumbauen. In Zukunft auch darum die ganzen Probleme lösen. Ich baue das mal schnell so weit, wie es geht. So. So. Dann reißen wir die Ecken raus. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Und ganz ehrlich, ich hätte lieber einen Schalter anstatt einen blöden Button in und außen. Da mache ich mir dann doch lieber einen Schalter noch schnell gleich.
nehme erstmal die Kanten raus. Das habe ich dann vergessen. Ah ja, guck mal, jetzt kommt wieder die Visualisierung. Bin ich weit genug in die Ecke? Doch, bin ich. Erstmal alles rausbasteln. So, okay. Und jetzt müsste sagen, complete, oder? Ja, 5x5 Reactor completed. Jetzt rauchen wir hier die Tür raus. Dann mache ich schnell einen Schalter. Lever, hier, zack. Bring den hier außen an, mach an. Und bring die Tür hier noch ein. Perfekt. Das kann man zumachen. Und ihr müsst immer noch sagen, 5x5 Reaktor ist einsatzbereit. Cool. Dann können wir rein theoretisch dann hier irgendwo so eine Stromlinie machen. Oder wir machen hier so eine Trasse drüber, die den Strom nach hinten dann bringt. Wie gesagt, das wird jetzt unser Reaktor. Und ja, hier drin ist nicht so hell. Es tut mir leid, Fackelautomat. So. Ich brauche im Grunde jetzt ein paar Cells. Schauen wir nochmal auf Nuclear Craft. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier alles mit wenig Erfahrung. Ich habe mir nur ein Video ein bisschen dazu mal angeschaut und versucht. Jetzt fängt das Ding an zu klingeln. Jetzt bimmelt es auf einmal hier neben mir. Es bimmelt weiter. So, jetzt aber. Wie gesagt, ich habe da noch nicht so einen Plan. Ingot-Former, okay. Neutronen-Equalizer. Manufacture Isotope Servitator. Es gab irgendwelche Cells. Das sind cooler. Das habe ich mittlerweile verstanden. Das sind cooler. Machine Interface. Fission Controller. Fission Core. Ich brauche aber irgendwelche Cells. Reactor Cell. Used in fission reactors to house the fusion fuels. The more cells placed, the more rapid fuel is used. Bedeutet, ich mache davon mal ein paar. 10 Stück sollten fürs erste reichen, oder? 10 Stück sollten fürs erste reichen, würde ich so sagen. Dann brauchen wir halt noch die Kuhle. Und da müssen wir jetzt gucken. Must be ejected at least to one reactor cell. To at least one reactor cell or active moderated block. Je höher natürlich die Leistung ist, desto besser. Die must be ejected to at least one valid water cooler and one redstone cooler. Glowstone cooler must be ejected at least to two moderator blocks. Lapis must be ejected to one reactor cell and one reactor casing. Also wäre doch das Schlauste. Erstmal ein paar davon zu machen. Hups, das war jetzt nicht der Plan. Ich hab vergessen, dass noch was. Lippis cooler war das jetzt, ne? Reactor Cell und Reactor Casing. Machen wir mal 10 Stück einfach davon. Probieren wir das mal aus. Also. Rein aus der Theorie her, wenn ich hier jetzt die anbringe. Kann ich die hier hinbringen, weil ist verbunden. Jetzt raus die Zumach. Minus 600 Heat, 5 Cells. Und jetzt brauche ich noch Material, was ich da rein tun kann. Uranium Ingot, Uranium Block. Kann aus Uranium geschmolzen werden. Habe ich Uranium? Also ich weiß es. Ich habe ein paar Uranium-Ingots. Schauen wir mal. Ah, scheiße. Kann ich die jetzt da reintun?
Ah ne, der braucht wahrscheinlich irgendwas Spezielles, so wie ich das Spiel kenne. Nuclear. Sind es dann die Dinger hier, die ich da reinpumpen muss? Die produzieren eine bestimmte Menge an Hitze. Brennen 50 Minuten. Brauchen Uranium, Oxide. Kann ich mit Tin, Clumpy. What the fuck? Forium, okay. Muss ich kapieren, wie ich das Zeug herstelle? Ich habe nicht mal einen Plan, wo ich her ich das alles krieg. Forium Ingot tut das in dem Isotopen-Separator zum Beispiel machen. Energized Smelter lässt aus. Ist das Leute 330? 335. Oxide Fuel. Fluid Infusion Fuel. Uran. Ich muss. Das ist kein Oxid, das ist wieder. What the fuck sind die Dinger kompliziert? Okay, Smelter. Ja, okay, da kann ich halt das dann umsmelten, aber ich muss ja dieses Forium kriegen. Und bedeutet, ich brauche eigentlich jetzt schlauerweise. Molten TB Fuel. Isotopen, ein Isotopen-Separator. Basic Packing, Electric Motor, Machine Casing. Dankeschön, davon kann ich wenigstens zwei machen. Halleluja. Isotopen-Separator. Na, natürlich für Machine Casing. Und Isotopen-Separator. Hier. Ich glaube, es waren dann die Forium-Ingots. Jetzt müssen wir uns halt natürlich wieder mit der Materie auseinandersetzen, um mal rauszufinden, wie zur Hölle der Scheiß funktioniert. So, härtet Strom und ich glaube, es war Forium, was ich da rein tun kann. Okay, das eine Ding braucht ja unbedingt ein Speed-Upgrade. So, hier, Speed-Upgrades. Scheiß, was drauf hast, wenn du Energie verbraucht. Nimm die Speed-Upgrades! Jetzt ist gleich mein ganzer Strom weg, wahrscheinlich. Oh Gott, ich hätte mehr gebraucht. Scheiße. Ich kann dich jetzt auch smelten, oder? Ja, schauen. Versuche zu verstehen, was hier passiert. Ich habe jetzt Tin Clumpy 235. 235 Fuel. Uranium. Und da brauche ich 238er. Wie ist es? 38er? Uranium, das denn? Ich habe 135er bekommen. Weißt du, wenn ich das 233er dann verwende? Dann brauche ich 138er. Wie kriege ich denn den? Ein Isotop aus Uranium. Ach, guck mal, das 38, das ist 35. Aha. So, dann gehen wir nochmal auf das. Das brennt 60 Minuten und produziert. Isotopen-Separator, aber ich kann auch rein theoretisch die Klumpen jetzt in meinem Inventory zusammenklümpchen. Dann kriege ich das Ding raus und kann dann das Ding mit dem Ding hier verbinden. Dann habe ich. Aha. Ich brauche eine Batterie. Habe ich eine Batterie?
das ist Hobbit gewesen. Oh. So, okay, habe ich ein paar Energy Cable noch dabei, weil dann baue ich nämlich jetzt dich ab. Ich nehme dich jetzt mit. Jetzt wird die wahrscheinlich kurz angefangen bepumpt zu werden. Muss das ganze System erstmal, glaube ich, klarkommen wieder. Wie habe ich die Batterie aufgepumpt? Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle leer. Ne, die pumpen immer noch, okay. Aber wie gesagt, mit dem Generator sollten wir dann eine ordentliche Tonne an Strom erzeugen können. Wollen wir in Zukunft vielleicht mehrere von diesen sich dann aufstellen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie gut das Ganze funktioniert, ob das sich was bringt. Und wenn ja, wie viel. Wir haben eine unserer größten Batterien hier. Und wenn die voll ist am Ende, dann bin ich zufrieden. So. Irgendwas bei 300 Millionen. So. Produzieren jetzt angeblich 1500 RF pro Tick. Ist das Ding jetzt an oder nicht? Oder macht es was? Ist die Tür zu? Ich würde nicht sehen, dass das passiert. Habe ich was vergessen? Also Uranium sollte ich vielleicht mal smelten. So schaut's aus. Ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich dich jetzt hier... Ja, da fand ich zu wenig. Okay. Dann muss ich das Uranium jetzt schnell smelten. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge die Energie produzieren können, die ich will. Ich schalte mal die mal jetzt kurz aus hier. Ah ne, scheiße, warte. Stopp, aus. Pfui, so. Jetzt hätte ich es bei der noch schlimmer gemacht. So, wir haben noch hier unseren geilen Smelter. Wir tauschen das mal aus. Wir brauchen Uran. Wie viel Lead habe ich bitteschön jetzt schon? 3K. Wie viele Blöcke das wohl am Ende werden? Okay, gar nicht mal so viel. Das sind gerade mal 300. Wie viel Iron habe ich? 800. Holy shit. Kann ich hier einfach mal auf Block gehen und gucken, was an Blocks ich habe? Ich habe... Da merkt man erst, wie viel Lapis ich habe, Redstone ich habe und wie viel verficktes Diamanten ich habe. 800 Ironblöcke. Holy shit. So, dann, ja. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.